Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Schwarzkopf von der Optionsuniversum. Und vor einigen Wochen hatte ich Ihnen einmal in einem Video gezeigt, warum es sich manchmal nicht lohnt, Trades, die nicht mehr so lange laufen, zu schließen. Und heute will ich den Spieß einmal umdrehen und Ihnen zeigen, wann Sie Trades unbedingt schließen sollten, auch wenn die Optionen nahezu wertlos sind. Ja, nehmen wir mal an, Sie haben irgendwelche Optionen verkauft. Der einfachste Optionstrade, den man als Stillhalter machen kann: Ich habe irgendwann mal nackte Puts verkauft auf einen Aktienindex wie den Russell 2000 beispielsweise, und jetzt ist der Trade in meine Richtung gelaufen. Ich habe nahezu die gesamte Prämie inzwischen verdient, habe vielleicht die Puts mal irgendwann für 5 Dollar verkauft und jetzt sind sie nur noch ein paar Cent wert. Und jetzt ist die Frage, was machen damit? Einfach darauf warten, dass die Dinger verfallen oder schon 2, 3 Wochen vielleicht vor Verfall schließen, obwohl ich dann einen kleinen Aufwand habe, um sie zu schließen. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Wenn Sie solche Puts, die nahezu wertlos sind und noch ein paar Wochen laufen, wenn Sie die offen halten, dann wird das gut gehen in 99 von 100 Fällen. Aber das Problem ist, dass wir auch irgendwann den 100. Trade machen und der geht in die Hose, auf Deutsch gesagt. Beziehungsweise sagen wir, meine Statistik ist noch viel zu pessimistisch. Sagen wir mal, nur jeder 1000. Trade geht in die Hose, auf Deutsch gesagt. Ja, selbst das wird Sie irgendwann mal im Laufe Ihrer hoffentlich langjährigen Trader-Karriere einholen und Ihnen einen Verlust bescheren, der im Extremfall Ihr Konto kosten kann. Glauben Sie nicht? Zeige ich Ihnen mal anhand eines zugegebenermaßen sehr extremen Beispiels. Aber es geht ja gerade hier um Ereignisse, die vielleicht einmal im Traderleben auftreten. Und natürlich als Musterbeispiel bietet sich ja an, vor 2 Jahren haben wir, oder fast 3 Jahre jetzt inzwischen, haben wir es alle erlebt, der Corona-Crash. Ne? Gucken wir uns das hier einmal an. Hier sehen wir nochmal diesen Corona-Crash dargestellt hier im Russell-Index, der sich fast halbiert hat. Ja, wir sind hier, das war am 20., 21. Februar auf einem Niveau gewesen von ungefähr 1700 Punkten und hier im Tief waren wir sogar kurz mal unter 1000. Ja, also zwar keine ganze Halbierung, aber fast. Und das innerhalb eines Monats hier, das Tief war erreicht Mitte März ungefähr. Ja? So, und jetzt machen wir mal folgende Annahme, dass wir hier am 21.02., das ist kurz vor Beginn dieses Abverkaufes, als der Russell, wie gesagt, bei diesen fast 1700 Punkten war, haben wir 10 Puts, die wir irgendwann mal verkauft haben. Ja, irgendwann mal früher mit einem Strike von 1260, die sind jetzt noch 40 Cent wert am 21.02. Ja, wenn wir uns das mal in der Option Chain angucken, dann sehen wir hier, die sind ja gerechnet hier ungefähr 500 Punkte aus dem Geld. 500 Punkte, also 30%, die haben ein Delta von 1. Wir wissen alle, was bedeutet ein Delta von 1. Das bedeutet, kann man so übersetzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Put am Ende in Geld landet, beträgt 1%. Die ist verschwindend gering. Ja? 1%. 40 Cent kostet dieser Put jetzt. Angenommen, ich bin 10 Puts short, dann muss ich rechnen, 40 Cent mal 10 bin ich bei 4 Dollar, mal 100, das ist der Multiplikator im Russell, bin ich bei 400 Dollar. Also, wenn ich diesen Trade schließen will, müsste ich 400 Dollar auf den Tisch legen. Lohnt sich das? Laufzeit ist noch wie lange? Wir sind hier am 21. Februar, 19. März, also ungefähr einen Monat noch Laufzeit. Lohnt sich das? Muss jeder für sich selber entscheiden. Sie können natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich lasse ihn laufen und wenn er sich verdoppelt hat oder so, das heißt, ich muss 800 Dollar hinlegen oder verdreifacht hat, dann mache ich hinzu.
Alles legitim, kann man so machen, ja. Was Sie auf keinen Fall machen können, ist diesen Put einfach vergessen. Ich will Ihnen jetzt mal anhand dieses extremen Corona-Crashes zeigen, was nämlich aus diesem Put geworden ist, der heute am 21. Februar 2020 gerade mal 40 Cent wert ist, ein Delta von 1 hat. Wir können einfach mal rasch durch die nächsten Tage durchgehen, so viele sind es ja gar nicht. Hier fängt der Markt an zu fallen. Hier sind schon $600 mehr aufzuwenden als am 21. Februar. Was Sie hier mal sehen als aktuelle P&L ist quasi die Differenz zu dem Betrag, den ich hätte aufwenden müssen am 21. Februar, um diese Position zu schließen. Ja? So, wir machen einfach mal rasch weiter. Sie sehen, wie die P&L immer schön weiter ins Minus gerät. Hier sind wir schon am 27.02., keine Woche später bin ich schon mit knapp $10.000 im Minus. Ja, und ich muss langsam hier schon mal die Skalierung ändern, damit wir das gleich noch hier weiter verfolgen können, ohne dass wir hier rausrutschen. So, okay. 11.000, einen Tag später. Gut, dann geht es mal wieder in die andere Richtung. Aber wir machen jetzt einfach mal ein bisschen schneller weiter. Sie wissen ja, was passiert, der Markt fällt immer weiter. Hier habe ich einen neuen Minus-Höchststand sozusagen, 36.000, das ist am 9.3., also jetzt gute 2,5 Wochen nach dem 21. Februar. Ja. Und von diesem fünfstelligen Verlust erholt sich der Trade nicht mehr. Am 11.3. sind wir schon knappe 50.000 im Minus. So, jetzt wird es langsam spaßig. 12.3. minus 155.000. Jetzt ist die Laufzeit natürlich extrem kurz. Jetzt sind Sie natürlich hier, wenn Sie den Trade tatsächlich noch so haben, ja, dann sind Sie natürlich hier in einer großen Klemme sozusagen. Ja. Hier möchte ich ehrlich gesagt nicht in Ihrer Haut stecken. Ich würde sowas auch nie zulassen. Ich nehme schon mal das Fazit vorweg. Aber wenn Sie jetzt in diesem Trade sind, was haben Sie für Möglichkeiten? Sie können jetzt die Reißleine ziehen und $155.000 Verlust realisieren, wenn das Ihr Konto überhaupt noch aushält. Ja? Also Sie müssen schon ein sehr, sehr großes Konto haben, sonst hätte der Broker diese Position zwangsliquidiert vorher. Aber sagen wir mal, Sie haben ein Konto, wo 200.000 oder weiß ich was, gar 300.000 oder mehr Dollar drauf sind. Vielleicht, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, hätte Ihnen der Broker noch erlaubt, diese Position zu halten, weiß man nicht. Jedenfalls, angenommen, Ihr Konto ist so groß und Sie haben jetzt die Hälfte Ihres Kontos verloren, wenn Sie diesen Verlust realisieren. Wenn Sie diesen Verlust nicht realisieren, dann riskieren Sie Ihr gesamtes Konto, ne? Weil wenn der Abverkauf weitergeht, das Ding hat ja jetzt kein Delta von 1 mehr. Delta von 1 bedeutet ja nicht nur Wahrscheinlichkeit von 1%, dass der Trade am Ende im Geld landet, das bedeutet auch, dass jeder Dollar, den der Markt fällt, kostet Sie rechnerisch 1 Cent. Aber da das Delta sich damit auch dynamisch verändert, wenn der Markt fällt, wir können dann nach dem aktuellen Delta in der Option Chain gucken. Und das mal ganz schön hochblättern, Delta 78. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir übersetzen es wieder, 78% Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Ende im Geld landen. Und jeder Dollar, den der Markt runtergeht, bedeutet 78 Cent Verlust in dieser Option. Das ist das 78-fache, was es am 21.02. war. Wahnsinn. Also Sie sehen diesen Hebel, der entsteht in dem Augenblick, wo der Markt runterrauscht. Wenn Sie sich entscheiden, in diesem Trade zu bleiben, wir gucken hier nochmal auf, dann würde das bedeuten, dass wenn der Markt hier so 150 Punkte wieder steigt, was ja durchaus bei den Schwankungen sein könnte hier in der nächsten Woche, dann sind wie von Geisterhand oder von Zauberhand diese minus $155.000 verschwunden und Sie gehen plus minus null aus diesem Trade raus. Ja? Aber mal ganz ehrlich, würden Sie darauf tatsächlich setzen? Wenn Sie darauf gesetzt hätten, hätten Sie mit Sicherheit Ihr Konto vernichtet, denn wir gucken mal weiter. 16.3., 17.3.,
18.3. minus 251.000 und schließlich 19.3. Fälligkeit minus 214.000. Minus 214.000 mit einer Position, die vor einem Monat gerade mal 400 Dollar wert war. Ja? Kann man fast gar nicht ausrechnen, was das für eine Vervielfachung bedeutet. Ja? Also ein Wahnsinn. Zugegebenermaßen, das ist ein Extrembeispiel. Aber so ein Crash wie den Corona-Crash, wer jetzt mit dem Optionshandel anfängt und einen Zeithorizont hat von 10, 20, 30 Jahren, für den ist das Szenario äußerst wahrscheinlich. Und selbst wenn ich sage, in einem Jahr gehe ich in den Ruhestand als Optionshändler, weiß ich natürlich trotzdem nicht, ob mich im Jahr noch in diesem Jahr, in dem Verbleibenden, noch so ein Szenario erwischt. Deshalb, was gar nicht geht, ist nahezu wertlose Short-Option ohne die dazugehörigen Longs, ja, die mich absichern in einem Spread, offen zu halten und einfach wegzuschauen und zu sagen, so wie in dem Fall hier am 21.02. waren die Options 500 Punkte aus dem Geld, was soll denn da passieren? Die kann ich schon mal abhaken, die Prämie habe ich verdient. Sowas geht gar nicht. Ja? Was Sie machen können, ist zu sagen, okay, wenn hier Verluste auftreten in der Form, dass sich der Optionspreis verdoppelt, verdreifacht oder weiß ich was, dann gehe ich konsequent raus. Ja, das klappt auch nicht immer. Wenn wir hier nochmal einmal zurückspringen zum 21.02., wir setzen uns wieder in die Zeitmaschine. 21.02.2020. Und jetzt gehen wir nochmal vorwärts. Dann ist es am nächsten Tag 600 Dollar. Aus dem 40 Cent Optionspreis sind 1 Dollar geworden. Das ist also schon mehr als eine Verdopplung. Sagen wir mal, Sie haben gesagt, wenn aus dem 40 Cent 1,20 wird, gehe ich spätestens raus. Dann sehen wir, dass am nächsten Tag ist es schon 1,88, ja, weil eben der Markt so stark gefallen ist. Aber umso wichtiger, dass Sie dann in so einer Situation wirklich die Reißleine ziehen. Also das können Sie machen, konsequente Stop-Losses dann auch beachten bei wertlosen Optionen. Oder Sie können natürlich so eine Position offen halten, wenn Sie einen Spread haben. Das heißt, Sie haben irgendwo an einem etwas tieferen Strike eine Long-Option zur Absicherung oder in dem Fall 10 Long-Optionen zur Absicherung. Dann können Sie maximal die Spreadweite verlieren und nicht unbegrenzt wie in diesem Beispiel. Das geht, ja. Dennoch ist es überlegenswert, nahezu wertlose Short-Optionen zu schließen, weil dann kann Ihnen gar nichts mehr passieren. Wenn Sie ein Spread haben und noch Long-Optionen dagegen haben, die nahezu wertlos sind, die können Sie offen lassen. Das ist wiederum das kostenlose Lotterielos. Wenn Sie hier ein Spread gehandelt hätten und Sie machen die Shorts zu und lassen die Longs einfach noch liegen, dann wären aus den wertlosen Longs ein Gewinn geworden von 200.000 Dollar. Ja, also das kann man durchaus machen. Aber wertlose Shorts so einfach offen zu halten, davon würde ich dringend abraten. Gut, ich hoffe, das Video war hilfreich für Ihren täglichen Optionshandel. Wenn ja, bitte dann liken und folgen Sie uns doch auf den sozialen Medien, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook. Wir würden uns freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Schwarzkopf.